Wir sind wieder back in business. Wir sind back in business. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan. Wir joinen instant auf dem Server drauf. Und ja, ich hoffe, das funktioniert auch jetzt so. Hoffentlich. Server anmelden. 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 Ich komme nicht auf den Server. Oh, jetzt bin ich oben. Okay, nice. So, gut. Dann mache ich das hier mal so ein bisschen zur Seite. Weil, Leute, das resettet sich immer. Voll viele haben dann von euch zu mir gesagt, Thomas, was ist denn da schon wieder los? Und dann habe ich, euch jetzt, wie gesagt, kann ich euch das jetzt sagen. Und zwar, das resettet sich immer wieder, aber wir müssen heute, ein bisschen Strip minen. Denn wir brauchen ja, sowas wie Titan Ore, beziehungsweise Diamanten. Diamanten wären jetzt sehr, sehr geil, wenn wir welche finden würden. Aus dem Grund. Titan Ore! Als ob! Jawollo, Leute, jawollo. Und Dias! Was ist das hier für eine Höhle, Alter? Nice, fresh, Leute. Und dann können wir uns jetzt gleich ein Titan-Schwert machen. Und das ist natürlich mega geil. Jetzt gucke ich hier nochmal, ob hier vielleicht wirklich noch irgendwo Titan in der Wand steckt. Ne? Das kann ja immer sein, Leute. Also ich empfehle euch das immer, wenn irgendwo hier Titan ist oder irgendwie so. Grab noch ein bisschen weiter, weil es kann echt sein, dass noch irgendwas unter der Mauer ist. Leider Gottes haben wir jetzt aber das Pech und haben nur so und so viel. Aber wenigstens, wir haben was, Leute. Vielleicht finden wir da ja noch was. Ey, gerade echt nice. Wir haben was zu essen, wir haben Titan. Wir haben eine Diamantspitzhacke, mit dem wir quasi Obsidian abbauen könnten. Also gerade läuft. Und vor allem, wir haben ja auch noch ein bisschen Obsidian, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau. Aber wir haben auf jeden Fall noch etwas Obsidian. Jetzt gucke ich gerade mal. Ne, hier drin und was nicht. Ich muss mich nämlich... Oh, hier war es. Genau, super. Weil... ich weiß, ich brauche immer so ein bisschen, aber das klappt dann irgendwie so. Zack. Zack. Nice. Das wäre ein Titan Powder. Das packe ich jetzt mal hier rein und ja, bisschen Kohle. Dann bekommen wir nämlich zwei Stück raus. Dann mache ich mir jetzt hier noch ganz schnell eine Werkbank, damit ich mir hier gleich mein Titan Sword quasi craften kann. So. Zack. Und... Nice. Okay, wenigstens habe ich jetzt wieder ein Titan-Schwert. Leute, wenigstens. Also das war wirklich... Zucker haben wir sogar auch noch ein bisschen. Und Leder, glaube ich, haben wir auch sogar noch ein bisschen. Wir haben noch 5 Titan-Crystals und ein... warte mal, haben wir das irgendwie jetzt hier hingepackt oder so? Ach nee, stimmt. Weil wir haben ja beide verbraucht. Das heißt... ich brate jetzt gleich noch ein, weil... Ach so, Moment mal, das geht so. Ich brate jetzt gleich noch ein, weil ich ja dann sowieso für kommende Titan-Rüstungen noch was bräuchte. Ich könnte mir jetzt theoretisch Schuhe machen. Würde mir aber nur ein halbes Herz dazugeben, deswegen ist das jetzt dumm, wenn ich mir Schuhe machen würde. Ich mache nämlich jetzt keine Schuhe, ich mache mir jetzt einfach... noch gar nichts. Ich werde jetzt einfach in dieser Folge noch ein bisschen auf Titan-Suche gehen. Und hoffentlich noch ein bisschen was finden, aber was ich theoretisch jetzt schon machen könnte und auch praktisch, ist mein Titan-Schwert eventuell ein bisschen zu verzaubern, so, weil, vielleicht, wann, ach, kacke, ey, nur kacke hier oben, so, warte, dann verzaubern wir das mal auf Effizienz, Schärfe, ne, kacke, Schärfe 2 wäre halt echt ein bisschen Porno, aber, Leute, wir lassen uns deswegen jetzt nicht runterkriegen, ja? Wir lassen uns deswegen nicht runterkriegen und machen trotzdem so weiter wie bisher. So, erstmal hier ganz schön ein bisschen Lapis Lazuli farm. So, nice, Momentchen. So, gut. Lapis Lazuli haben wir jetzt wenigstens, wir haben genug zum Verzaubern. Ich guck gleich, ob hier irgendwo vielleicht noch Titan ist. Aber das finde ich ja echt witzig. Also, dass wir jetzt instant Titan gefunden haben. Da wir halt eine Dia-Brustplatte haben, werde ich mir auf jeden Fall zuerst eine Hose machen. Das heißt, wir würden jetzt wie viel fehlen? Ich weiß gar nicht. 4 oder so? Ich glaube, wenn ich jetzt eine Fuhr finde, dann hätte ich das. So, jetzt gucke ich mal. Okay, nein. Hier ist noch nichts.
Aber wir finden schon noch was, Leute. Wir finden schon noch was. Ich bin zuversichtlich. Und wie gesagt, ich bin jetzt alleine. Oh, Diamanten, das ist schon mal. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, Leute. Wenn wir wenigstens irgendwie Full Diamond werden könnten, ne, das wäre halt. Das wäre halt ein bisschen krass. Ein bisschen sehr krass sogar. Nein. Es wäre nicht krass, auf keinen Fall, aber es wäre halt vielleicht schon ein bisschen besser, als wenn ich jetzt hier nur mit Zitrinen rumlaufe, ne? Ich meine, ich habe das letzte Mal ein bisschen falsch gesagt. Der Nether wird nämlich auch zugemacht. Das heißt, Titan Ore, nice, läuft bei uns. So, das nehmen wir uns gleich mal mit. So, okay, ich glaube, das ist jetzt genug, dass wir uns nachher Dings machen können hier. Eine Hose. Ich glaube, ja, ich glaube, eine Hose müsste sich ausgehen. Und, alter Schwede, das freut mich jetzt gerade sehr, weil, wenn ich das wirklich schaffen könnte, es ist kein Team mehr alleine, aber wenn ich ein Team hätte, dass das irgendwie vielleicht vorschlagen würde, ein 2 versus 2, 1 versus 1 zu machen, ja, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Ich meine, das Projekt ist nicht zu Ende, nur wegen dem, nur wegen dem jetzt, weil ich alleine bin. Und das Problem ist halt, es leben halt meistens nur noch OP-Teams. Wir können mal ganz kurz nachschauen, wer alles noch lebt. Hier, oh shit. Just Freak. Ja, Just Freak. Ich würde gegen Just Freak ein 1 vs 1 machen. Wahrscheinlich gegen Mindjust oder so. Die haben zwar mega die guten Sachen, aber Mindjust hat noch kein so ein OP-Schwert. Und deswegen, ja, würde ich wahrscheinlich eher gegen Mindjust kämpfen wollen. Anstatt gegen den lieben Patrick. So, gehen wir mal weiter hier. Was haben wir da drin? Oh, gar nichts. Okay. So, Killer schreibt mich dann schon immer so an und sagt so, yo, was geht gerade so ab bei dir in Titan? Und ich kann dann immer nur sagen, ja, nicht sonderlich viel. Weil, es geht ja auch nicht sonderlich viel. Obwohl, heute haben wir echt schon guten Stuff gefunden. Also für die heutige Folge bin ich echt schon gut drauf. Ich habe morgen, wie gesagt, noch eine Folge Zeit, um Full Titan zu werden. Das heißt, wenn wir heute noch viel finden an Titan, dann kann ich das auch am Mittwoch, wenn ich da aufnehmen sollte, dann könnte ich das dann da auch noch herstellen. Das Problem ist halt, ich muss es bis Mittwoch überleben und ich muss es halt noch packen. Ansonsten ist es für mich hier aus die Maus, weil also 2 vs 1 würde ich never schaffen. Vielleicht, nee, gegen Any Art hätte ich auch keine Chance. Keine Ahnung, ich würde mich nur in einem Skill-Level wie Just Freak, würde ich mich, glaube ich, so aufhalten. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass das gut gehen würde, wenn ich da alleine gegen so ein Zweier-Team kämpfen würde. So, leuchten wir hier mal aus. Ich weiß nicht, die Strip-Mine-Taktik hilft irgendwie nicht so. Kommt mir vor, die zieht irgendwie gerade nicht so, ne? Ich finde, wenn man sich so durchbaut, dann geht das manchmal sogar ein bisschen besser. Ich weiß nicht, also ich hab so das Gefühl immer, wenn ich mich so baue, dann finde ich eher und schneller Titan. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch früher, wo ich in Minecraft Diamanten gesucht habe, da gab es ja 1000 Millionen Tricks oder immer solche Leute, die dann gesagt haben, ja, wenn Redstone in der Nähe ist, dann gibt's hier auch irgendwo Titan. Ah, na, hier Dias. Und so war das zumindest früher der Fall. Okay. Gut, hier sind überall schon Strip-Mine-Gänge von mir. Warte mal, ich möchte mich jetzt nicht aufhalten und unbedingt hier den Kies abbauen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es ein bisschen dauert hier. So. Jetzt gucke ich mal schnell Tea Time. Oh Gott, die Zeit vergeht immer so schnell, ne? Ui, 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 Leute, 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 ein Lavasee. Also so sterben wie Killer möchte ich nicht. Deswegen passe ich ein bisschen auf hier. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht abbauen. So. Titan. Leute, 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 Titan, nice. Läuft bei uns, läuft bei uns. Okay, erstmal hier alles abdecken, damit das Titan nicht in die Lava fallen kann. Und vielleicht finden wir da hinten auch irgendwo noch was. Aber ich habe das... Lol. War ich nicht da vorhin gerade? Ja, da steht meine Werkbank oben. Und ich habe sie einfach gar nicht gesehen. Ist ja witzig. Ist ja witzig, Leute. Aber gut, in dieser Folge haben wir jetzt echt schon einiges an Titan gefunden. Also,
12 Stück. Zwei so Dinge haben wir. Das wäre mal 7. 7 Alulu. So. Das ist so ein Titan. Leute, ich habe gerade so das Glück, dass ich gerade diese Höhle hier gefunden habe. Weil ich habe, wie gesagt, morgen noch Zeit, Full Titan zu werden. Und ich würde so lachen, wenn ich es einfach schaffen würde, Full Titan zu werden. Ich kann immer noch Dings farmen, Bücher und sowas und verzaubern in der Zeit, ja. Ich kann immer noch kämpfen, ausweichen, um eventuell doch das noch zu reißen und Killer wieder ins Projekt zu holen. Wie gesagt, es ist alles noch möglich, aber ich finde das ganz so krass irgendwie. Keine Ahnung, mich freut das ultra. Mich freut jetzt einfach ultra. Das sind 20 Stück. Nice. Dann gehen wir da entlang. Gucken einfach mal, ob hier noch irgendwas ist. Keine Ahnung, man muss sich ja alles anschauen, ne? Bevor man lästert oder so. Alles vorher anschauen. Okay, hier. Oh, ich werde in 5 Minuten gekickt. Dann fange ich, würde ich sagen, langsam an, mir hier ein bisschen Titan Russi zu machen. Ich dachte gerade echt, das ist Titan. So, wir gehen jetzt aber mal hier lang. Und dann... Alter Schwede, ich glaube, hier wurde aber noch nichts erforscht, oder? Obwohl doch, das hier sieht schon sehr erforscht aus. Da gucken wir erstmal gar nicht. So, wir gehen hier hoch. Weil hier, ich weiß nicht, es sind zwar Fackeln da, aber irgendwie haben ein paar Leute hier Titan übersehen. Entweder übersehen, aber es war so offensichtlich hier, Leute. Es war doch so offensichtlich hier. Titan. Leute, was ist hier los, Alter? Wie viel Titan finde ich denn noch in dieser Folge? Was ist hier... Alter Schwede. Alter, das freut mich gerade einfach so sehr. Weil genau dieses Glück, was ich jetzt gerade habe, wo ich jetzt die ganze Zeit Titan finde, genau das benötige ich, um in diesem Projekt wenigstens vielleicht noch eine geringe Chance zu haben, irgendwas zu schaffen. Alter Schwede, ey, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir noch so viel finden in dieser kurzen Zeit. So, ich packe jetzt aber hier mal, ganz fix was hin, weil ich weiß gar nicht, ob wir uns damit schon Full Titan machen könnten. So, jetzt gucke ich hier mal rein. Hier haben wir auch noch 4 Stück. Das heißt, das sind 29 Stück. Moment. Also erstmal mache ich mir eine Hose. So, eine Hose haben wir somit, ne? Eine Titan-Hose. Dann gucke ich mir jetzt noch an, warte, eine Brust. Okay, ich kann Full Titan machen. Ich kann Full Titan machen, Leute. Ich kann mich Full Titan machen. Ich bin Full Titan gleich. Gleich bin ich Full Titan, Leute. Gleich. So, zack. Und ein Diamant. Dann brauchen wir noch ganz kurz den Diamantofen. In einer Folge, ja? Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, gar nichts, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht 4 Stück oder so. Und jetzt sind wir in einer Folge Full Titan geworden. Was ist das denn bitte für eine krasse Wandlung? Und wir haben sogar noch Titan übrig. Das heißt, wir könnten für Killer noch was aufsparen. So, ich gucke jetzt lieber noch, was ich alles brauche. Und zwar eine Hose und Schuhe. Okay, warte mal. Hier ein Helm. Zack und Schuhe. Ich glaube, die funktionieren so, oder? So, nice. Okay. Full Titan, Full Titan, Full Titan. Und ich bin jetzt diesmal wirklich Full Titan. Ich war nicht mal mit Killer Full Titan. Hab noch immer 10 Diamanten übrig. Das heißt, wenn ich Äpfel farmen würde, könnte ich mir jetzt auch noch Goldäpfel machen. Alter, also so Diamant-Goldäpfel. Leute. Leute, was ist hier los? Aber jetzt mal ohne Witz. Das ist doch... Was wie... Alter. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich dieses Glück verdient hier? Alter Schwede. Das ist doch... Ey, ich hätte niemals gedacht, dass wir jetzt noch so eine Höhle hier finden und ich in einer fucking Folge Full Titan werde. In einer Folge. Hat das überhaupt schon jemand mal geschafft? Ich hatte nämlich keinen Titan-Teil jetzt. Und jetzt bin ich einfach in einer Folge Full Titan geworden. Da habe ich mir dann einfach so gedacht, yo, vielleicht mag mich das Projekt ja doch. Und vielleicht sagt das Projekt ja doch so, yo, ich habe Spaß. Lass ihn ein bisschen nur trollen, ne? Er hat in Wirklichkeit es verdient, weit zu kommen, aber wir wollen ihn noch ein bisschen trollen. So, jetzt gucke ich mal, was ich auf die Brust bekommen würde. Schutz 2 natürlich und Haltbarkeit 2. Das bringt mir zwar gar nichts, außer der Schutz natürlich.
Schutz 1, Haltbarkeit. Ich gucke alles durch, Leute, weil... Schutz 1, Federfall, okay, so, nochmal den Helm. Ja, wisst ihr was, dann mache ich jetzt einfach mal auf die Titan Boots, Schutz 1, weil... Ja, ist einfach so am wichtigsten. Okay, in einer Minute werde ich gekickt, jetzt gucke ich mal. Oh, Schutz 2. Nice, Schutz 2. Jetzt gucke ich noch bei meinem Schwert, weil Schärfe 2 wäre echt nice. Schutz 1, ja. Kack drauf, das kann ich Schutz 1 machen, das ist jetzt nicht so schlimm. So, zack. Und mit meinem Titan-Schwert, wie sieht's aus? Haltbarkeit, Schärfe 1. Ich mach mir einfach Bücher, Leute. Ich mach mir einfach Bücher. Alter, ich bin full verzaubert Titan, hab ein Schärfe 1 Schwert, hab noch Zuckerrohr und ich muss dann nachschauen, ich habe sogar noch 5 Titan-Crystals. Das heißt, ich könnte mir theoretisch noch richtig viele Schwerter machen und die dann kombinieren, damit ich ein starkes Schwert habe. Leute, wir sind wieder back in business. Wir sind back in business. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war die für mich erfolgreichste Farmfolge seit langem. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, Leute. Wir gucken auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also morgen werden die Erze entfernt. Das heißt, wir haben es noch geschafft, Full Titan zu werden, bevor die Erze entfernt werden. Wir können da leider kein Dings mehr drauf machen, keine Vergiftung und so. Aber ich habe dann einen Plan dafür, wie wir das ansonsten anstellen können. Denn wir haben ja auch noch ein bisschen was vom anderen Ohr, was ich dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mitnehmen werde. Obwohl Eisen bleibt, ja. Eisen wird nicht entfernt. Was ich noch ein bisschen versuche, ist vielleicht noch ein paar Dias zu finden. Und auf jeden Fall einige Bücher zu machen, die Bücher zu verzaubern und dann mein Schwert OP zu machen. Ich glaube, ich werde mir das Titan nämlich gar nicht aufbehalten, weil wenn Killer dann ins Projekt kommt, sollte ich es schaffen, dann werde ich jetzt das Titan dafür verschwenden. Verschwenden unter Anführungszeichen, weil ich könnte jetzt mit 5 Titan, 5 mal 2, das wären 10 Stück, also es wären insgesamt 5 Schwerter, die ich miteinander kombinieren könnte und verzaubern könnte. Und da, glaube ich, entsteht ziemlich schnell Schärfe 1. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haut da rein. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung nicht vergessen. Und schaut auch bei den anderen Teilnehmern vorbei. Macht's gut und ciao.